Kauffrau, Mann, öffentliche Verwaltung, EFZ. Deine Zukunft. Grüezi. 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 Ich würde gerne eine neue Idee beantragen. Würde das ja gerade Joya für Sie machen? Sie ist eine neue Lernende. Die Lehre zur Kauffrau, zum Kaufmann in der öffentlichen Verwaltung dauert 3 Jahre und bietet je nach schulischen Leistungen die Profile B, E und M an. Für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler wird mit dem M-Profil die Berufsmaturität erlangt. Kaufleute der öffentlichen Verwaltung arbeiten in unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen, die sich je nach Größe und Art des Betriebs unterscheiden. Wie ist der Name von Ihnen? Dabei wirken sie in mehreren Abteilungen mit. Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeiten zeichnen diesen Beruf aus. Die Freude am direkten Kontakt mit der Bevölkerung am Schalter und Telefon muss vorhanden sein. Hier in dem Feld. Merci. Danke. Und dann kannst du eine Telefonnummer verlangen, falls das Foto zurückkommt. Mhm. Die Korrespondenz führen, Verfügungen schreiben, Auskünfte einholen, Protokolle erstellen, um nur einige davon zu nennen, zählen zu den administrativen Tätigkeiten. Kaufleute der öffentlichen Verwaltung halten Gesetze und Dienstwege ein und wahren den Datenschutz und das Amtsgeheimnis. Voraussetzung für das Absolvieren der Lehre als Kauffrau, Kaufmann ist der Abschluss der obligatorischen Schulzeit. Diese Erstausbildung schafft ein Sprungbrett für verschiedenste Berufssparten sowohl in als auch außerhalb der Verwaltung. In dem Fall, wie lange dauert das, bis sie kommt? Fühlst du dich angesprochen? Bist du motiviert, im öffentlichen Dienst zu arbeiten? Dann bist du bei uns richtig. Ich habe mich für die Lehre auf der Gemeinde entschieden, weil sie sehr vielfältig und abwechslungsreich ist. Es ist eine gute Grundlage und nach der Lehre haben wir gute Weiterbildungsmöglichkeiten. Dadurch, dass ich in viele Ämter hineinsehe, kann ich nicht nur geschäftlich profitieren, sondern auch für das Wissen im Privaten. Ich habe sehr gerne Kontakt mit Kunden. Das ist genau das Richtige für mich auf der Gemeinde.